Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video hier aus Frankfurt. Bevor wir überhaupt richtig anfangen, muss ich euch eins sagen, wirklich wichtig für alle, aufgepasst. Ich werde einige an Videos hochqualitativ, die normalerweise auf dem Hauptkanal kommen und immer wieder neu gedrehte Videos von mir komplett in der Quali, wie auf diesem Kanal, werde ich auf dem Zweitkanal auslagern. Für mehr Content, für hochqualitativen Top-Content wie sonst, folgt Holle TV. Schreibe ich in die Videobeschreibung, kommen geile Burger-Videos, alles gewohnt, wie auf dem ersten Kanal. Unbedingt folgen, wer es nicht macht. Wir sind jetzt bei Azad, Leute. Testen den Burger. Wieder mal ein Rapper. Ich weiß, es ist in meiner Pflicht, diesen Burger zu testen. Ahmed sagte schon, der sieht krank aus, ne? Sieht krass aus, muss ich sagen. Also, was ich da gesehen habe, ja. Nicht schlecht. Ist schon prächtig, ja? Ja, Mann. Okay, dann werden wir mal schauen. Also ich habe schon genau einen Plan im Kopf. Wir werden nicht nur einen Burger testen, wir werden das so ein bisschen auseinandernehmen. Zumindest drei Sachen werden wir wieder testen und schauen wirklich, was der Azad da auf die Palette gebracht hat. Wir sind direkt hier schon vor Ort quasi. Wir gehen jetzt hin und schauen uns, was der Azad so abliefert. Boss-Burger ist das. Ach so, das erste Video auf dem Kanal in Top-Quali kommt jetzt auch zeitgleich online. Das wollte ich noch sagen. Das ist jetzt online. Schönes Burger-Video in Hamburg. Die ehemalige Nummer 1 getestet. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt geht er weiter. Ist auch einfach beschissenes Wetter, aber bei uns fast minus gerade hier 12 Grad. Ach, und wo ich schon dabei bin gerade, Leute, im Laberflash. Denkt dran auch immer wieder. Unter den Trainierenden von euch, Sack Plus, die Nummer 1. Ich lege meine Hand ins Feuer für diese Supplements. Mit Holle 10 könnt ihr da bestellen. Wenn ihr richtige Erfolge sehen wollt, dann bestellt ihr bei Sack Plus. So läuft der Hase. Jetzt geht's aber zu Azad. Da ist er, Leute. Vor ein paar Tagen Neueröffnung. Da tobt der Bär, Ahmed. Da tobt der Bär. Ob da wohl gleich Azad-Musik läuft, Ahmed? Ist er das? Das hätte gut gepasst, Mann. Holger ist entweder der beste Freund einer Neueröffnung oder der schlimmste Feind. Ja, ja, das ist so. Ja, Achmed meinte eben auch schon, entweder freuen die sich jetzt sehr, dass wir kommen oder nicht. Wenn sie sich nicht freuen, ist es ein sehr schlechtes Zeichen. Oh, kommt da schon jemand? Ah, da sieht uns jemand, der wischt schon mal schnell alles wieder ab, Achmed. Der wischt alles schon mal vorbereitet. Ich muss hier noch ein Foto machen von dem Laden. Achmed, kannst du noch einmal ganz kurz nach rechts gehen? Ich will nur einmal, dann bin ich fertig damit, weißt du? Wir sind am Start. Am Start. Holle ist am Start. Was gibt's da denn? Selbstgemachte Lemonade? Ich spiel mal schon mal rein, Leute. Burger-Menü ist ein Boss-Burger, Cheddar, ein Goat, Next Level. Get on my level. Moin, mein Lieber. Können wir filmen hier direkt? Natürlich, natürlich. Ach, geil, Mann. Grüß dich. Hi. Ja, bin so bewusst, dass ich komme quasi. Du hast mich nur gefragt, wann? Jeden Tag. Ich habe mit meinem Sohn drüber gesprochen. Ich ja? Hoffentlich. Der kommt irgendwann und will den Laden nochmal pushen. Ja. Natürlich kommt. Aber ich pushe weiß noch nicht. Vielleicht ist er ja nicht so gut, ne? Wer weiß. Genau. Man muss ehrliche Meinung, aber fair. Immer fair, aber ehrlich. Immer fair. Aha. Bin ich denn der Erste, der hier ist von den YouTubern? Ich glaube ja. Ja? Ich wusste es immer als Erster zur Stelle. Ja. Nee, das kommt jetzt drauf an, natürlich, ob ich den gut bewerte. Was kommt auf uns jetzt überhaupt zu hier? Wir haben verschiedene Burger. Wir haben alles hausgemachte, wir machen unsere Soßen selber, wir machen unsere Brot, wir machen unsere Fleisch, wir haben einen fairen Preis. Wenn nicht schmeckt, bezahlt nicht. Das ist unsere Garantie beim Kunden. Das hast du so geil gesagt. Aber ist gut, wir, wenn die Kunden nicht immer so zahlen, dann sagen wir, warte mal ab, erst einmal probiere, wenn es schmeckt, dann bezahlen. Ehrlich? Ja, wenn es nicht schmeckt, bezahlen. Bezahlen nicht. Aber wenn es schmeckt, dann zahlen die doppelt. Wenn es mir nicht schmeckt, darf ich... Bezahlt nicht. Ach, geil. Aber wenn es schmeckt, dann zahlst du doppelt. Und was macht ihr, wenn jetzt jemand, ein Obdachloser kommt und einfach sagt, hat nicht geschmeckt? Dann machen wir jetzt auch irgendwie Ausnahme. Dann machen wir was ein. Und dann gib den mit. Da wollen wir auch kein Geld verlangen. Ja, nee, das könnt ihr nicht machen. Um Gottes Willen. Okay, dann werde ich mal mich einmal kurz hier umgucken. Sehr sympathisch. Bist du Mitinhaber hier sozusagen, oder? Familienbetrieb, ich mache mit meinem Sohn. Ah. Ja, und mit Azad zusammen. Ah, geil, geil. Dann hoffen wir, dass das schmeckt. Ich hoffe sehr. Bei so einem sympathischen Menschen hoffe ich immer, dass es schmeckt. Danke. Ahmed, ich mach bessere Aufnahmen als du jetzt hier. Guck mal, wie ich mich bewege. Hast du gesehen, wie ich mich bewege? Du hast gesagt, ich soll mich nicht so sehr bewegen. Das war gut. Ahmed, zeig mir nebenbei, weißt du? Damit habe ich immer eine Klasse. Ahmed ist unersetzlich, wirklich. Also, da geht nicht anders. Maiskolben gibt's da. Ah, nee, sorry. Nee, ich habe so gerade zu meinen Kollegen gesagt. Darf ich da einmal drauf filmen auf den? Oh, vielen Dank. Boah, das sieht aber gut aus. Das ist Halal-Bacon aber wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm, Halal-Bacon, ne? Sieht mir nach einem guten Buns aus, optisch zu messen. Und das kann man oft per Ferndiagnose schon voreinstufen, kann sich aber auch täuschen. Ich lese gerade Knoppers, Knoppers-Burger. Blockschrift mit Knoppers und Cheddar und Rinderbacon. Aber nicht Knoppers, die Süßigkeit. Das richtig? Nein, ehrlich? Eingefallen tue ich dir, eigentlich nasche ich nicht, schon 4,5 Monate nicht, aber den Knoppers probiere ich, weil du es bist, mit Knoppers drauf. Also, die Entscheidung ist getroffen, ich möchte noch gar nicht sagen, was wir kriegen. Seid gespannt auf Runde 1.
1. Ich habe eine geile Dreier-Zusammenstellung. Das wird wild, Leute. Boah, ganz wild. Ah, okay, da habt ihr die vorbereitet. Hier haust du einmal ein bisschen flach mit der Hand, ne? 2080. Okay. Was für ein Teil vom Tier benutzt ihr? Wie? Brust nimmt ihr. Okay. Guck mal, aber interessant, das wird hier nochmal wirklich platt gemacht. Also ist jetzt, sage ich mal, kein Smashburger, aber ist schon dünn. Du darfst keine Fehler machen jetzt, ne? Versuch. Ich lenke dich lieber nicht ab. Man merkt, man ist unter Konzentration, da muss man aufpassen. Also Leute, macht euch gefasst zur Runde 1. Zweierlei Pommes und Chicken Nuggets. Selbstgemachte. Viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sehr sympathische Leute da. Soßen aber sehr stabil. Geil, du merkst, selbstgemacht. Lecker. Pommes, brauchen wir jetzt keine Wissenschaft draus machen. Sind natürlich Standard, sind TK-Pommes, aber lecker. Vernünftig frittiert, ist auch schon oft viel falsch gelaufen. Jetzt aber zu den Chicken Nuggets. Bin ich gespannt, die sahen sehr saftig aus, aber bei dieser Menge an Chicken läuft eines oft schief und das ist auch bei Burgern dann halt oft der Fall, dass du einfach zu massiv diesen Fleischgeschmack ohne viel Würze drin hast. Sehr fade. Es läuft Gefahr, fade zu werden. Das ist leider überhaupt nicht der Fall. Wirklich saftig von innen. Ihr seht hier außen dann halt diese knackig, krossen, braunen Dinger. Und ich kenne das von bestimmten Chicken Nuggets und er hat genau den Punkt getroffen, was ich mag. Dieses krosse außen hat ja eine gewisse Bissfestigkeit und wird dann so ein bisschen härter. Wunderbar. Wie gesagt, schön braun von außen. Dieses Feeling auf die krosse Panade zu beißen. Mega. Trotzdem saftig von innen. Wieder mal ein Punkt, wo ich einfach nicht zu 100% erklären kann, wie es jetzt auf diese Bewertung kommt. Aber ich hätte eine 7-8 gegeben. Ganz stabile Dinger. Vielleicht vom Biss her generell, vom Fleisch, hätte man da noch ein bisschen was machen können. Panade ist halt, sie ist geil. Aber jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich heftig, wisst ihr? Leckere Dinger, aber damit wird jetzt nicht das Rad neu erfunden. Soßen top, Pommes, wie es sein soll, komplettes Gericht von mir. 7,8 Punkte. Noch einmal was fragen zu den Buns. Kriegt ihr die vom Bäcker oder wie kann ich mir das vorstellen? Vom Bäcker, ne? Von unserem Bäcker mit unserem Dings. Nach eurem Rezept quasi, ne? Geil. Und Brioche, ne? Brioche-Buns. Okay. Ich hatte gerade gesehen, ihr habt den Burger, als ihr den umgedreht habt, der war nicht so stark geröstet und das Bun war auch nicht stark geröstet. Ja. Ist das ein Fehler gewesen oder ist das euer Prinzip, nein, wie ihr das macht? Nein, das ist unser Prinzip. Ja. Ja. Wenn wir so groß machen, dann wird es so trocken, das Brot. Und deswegen müssen wir das leichter machen, wo der wirklich drinnen weich bleibt und draußen so ein bisschen leicht geröstet wird. Okay, interessant. Bin ich gespannt, Leute. Runde 2. Optisch finde ich den klasse, den Burger. Selbstgemachte Röstzwiebeln, sieht super aus. Erinnert so ein bisschen denn an diese geschmorten Zwiebeln, die draufkommen, was ich auch sehr geil finde, rein von der Optik. Der Geschmack wird sich natürlich unterscheiden. Jetzt Gouda drauf, was nicht deren Standardburger ist. Aber ich mag diese Schmelzkäsesoße nicht, deshalb muss ich intervenieren. Man kann das wahlweise so bestellen. Du kannst jeweils immer entscheiden, was für einen Käse du drauf nimmst. Muss quer rein, diese Aufnahme für den Azad Burger. Ahmed hat auch gerade noch mal den einen gegessen mit diesem Cheddar-Käse, diesen flüssigen nicht nehmen. Ahmed? Nee, also ich empfehle auch den Inhabern Nachgang, nehmt normalen Cheddar. Da tut ihr euch eher einen Gefallen mit. Ahmed hat gerade auch noch einen Burger gesnackt. Nicht, dass ihr da hingeht, den Burger erst mit normalen Käse und denkt, was hat Holle da gelabert. Das kurz eingeworfen. Nehmt den normalen Gouda-Käse. Unbedingt. Also. Ganz wichtig erstmal, ihr wisst, wie ich immer ticke. Du fährst ihn an, schön kross von außen, weich wie eine Wolke. Würde ich ihn jetzt gefühlt mit zwei Fingern hier festhalten, würde er komplett durchbrechen. Unerwartet gut. Kann ich euch direkt sagen, unerwartet gut.
Bun beißt sich so, wie es sich anfühlt, ganz geschmeidig im Biss. Wirklich sehr weich. Ein kurzer Impuls, es hätte ein Patty mehr gemusst. War auch ein ganz kurzer Gedanke von mir. Ich vermute, dass sich das bestätigen wird. Ist nicht ganz perfekt das Verhältnis von Fleisch zu Brot. Aber schauen wir mal, ob sich das bestätigt. Käse ist natürlich geschmacklich jetzt nicht mehr so intensiv, als hätte ich diesen Cheddar genommen. Aber da scheiden sich die Geister. Die einen essen es gerne mit diesem Schmelzkäse, die anderen nicht. Vom Geschmackston auch super, der Bun. Leichte Süße, wirklich Brioche-Style. Ich denke, das sollte ein Punkt sein, wenn du Burger machst, ist das stimmt. Klar, nicht jeder hat den besten Bäcker vor Ort, aber man kann auch ein bisschen recherchieren, ein bisschen rumprobieren und einen guten Bäcker zu finden. Der ein geiles Bun macht, denke ich, ist das kleinere Problem. Schöne Pfeffernote, saftig. Ich erzähle euch wirklich keinen Mist, der ist stark, der Burger, wirklich. Ganz leicht Medium hier noch. Das ist wirklich schwer jetzt zu bewerten. Ich bin ja jetzt in diesem Garstufen-Burger-Game drin auf dem Zweitkanal, wie gesagt. Zeitgleich jetzt auch ein Video erschienen. Wirklich genau wie auf dem Hauptkanal ist es. Ich habe es genauso abgedreht. Guckt es euch an. Die ehemalige Nummer 1 aus dem Deutschland-Ranking. Getestet nach 2 Jahren mal wieder. Dann bin ich da gut in dem Game wieder drin, kann das gut einordnen. Ich brauche einen Moment Überdenkzeit. Ich brauche einen Moment Zeit, Leute. Lasst uns den Knoppers-Burger essen. Werd mir den zu Gemüte führen, dann gibt es komplett die Bewertung. Aber der war stark hier. Oh, hauer, hauer. Also wir haben ja auch noch den Sohnemann vom Chef, haben wir auch noch mit am Start. Ja, ich wollte euch nur eine Sache zum Burger sagen, weil da dachte ich vor, das könnte irgendwie negativ sein, weil der Papa hat nicht so doll geröstet, wo ich dachte, jeder röstet immer das Bun doll an, macht das Patty komplett voll Röstung. Aber ich habe es nicht vermisst. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn ihr es gemacht hättet, aber ich habe es nicht vermisst. Das wollte ich nur einmal kurz sagen für euch. Okay, dann machen wir jetzt Knoppers-Burger. Geil. Meine Worte auch noch mal ratschen, ne? Eben bei dem Burger. Überraschend stark gewesen. Wirklich überraschend stark. Ich habe noch keine Bewertung abgeben, werde ich zum Schluss, aber habe ich nicht mit gerechnet, weil ich auch diesen Vorgang, so wie du es machst, noch nicht gesehen habe. Wir haben auch hier eine hausgemachte Zitronenmarmelade, die macht die Mama selber. Davon verkaufen wir am Tag 30 bis 40 Liter. Ist eher so ein Sommergetränk, würde ich jedem empfehlen, wenn er vorbeikommt. Kann man auch als Menü kombinieren, ohne Aufpreis. Geil. Geht also alles. Ich habe ja voll ausgeschlagen, dass der Sohnemann hier mit Geschäftsführer, kann ich so sagen. Ja, ne? Ja, wir sind ein Familienbetrieb. Ja. Hier gibt es kein Mein, Dein, es ist unsers. Und wir packen alle zusammen an und geben Vollgas. Wir machen alles für die Kunden. Es gibt kein Nein. Also ihr könnt auch hierher kommen und euren Burger selber gestalten. Also es ihr macht jeden Wunsch, ihr erfüllt jeden Wunsch sozusagen, genau. Ne? Es gibt kein Nein. Geil. Genau. Kunde ist König, danke dir. Ja, wie heißt er eigentlich? Anni. Anni. A-N-I. Genau. Ah, alles klar. Genau. Okay, geil, ja. Mann. Feeling way too pretty to even try to deal with petty little things like you. Guckt euch das mal an hier. Los geht das. Ich hab Angst. Sag ich ganz ehrlich, ich hab Angst. Spill the tea, my friend. Karma's merkst direkt vom Knusper. Sehr süß natürlich, sehr, sehr süß. Erstmal ist der Knoppers noch nicht rauszuschmecken. Ich habe auch nur leicht angesnackt. Na, angenommen, man hat so einen Burger mit Marmelade drauf. Hat ein bisschen zu viel Marmelade genommen. War schon sehr intensive Süße gerade. Das werde ich jetzt weiter abchecken. Man schmeckt den Knoppers schon stark. Das ist ein heftiger Kontrast mit dem Bacon, mit dem Fleisch. Fettig und süß. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Knoppers kommt relativ langsam reingeschossen und übernimmt so den ganzen Geschmack. Driftet dann aber auch leicht wieder ab und man hat wieder den Bacon drin. Wie beim ersten Biss auch, Bacon auch sehr präsent. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ich werde mir gleich beiden Jungs ranholen und werde in die Bewertung drücken. Also ihr beiden, ich hau euch jetzt die Bewertung raus, was ich euch heute gegeben habe. Mhm. Erstes Gericht mit Chicken Nuggets war wirklich stark, wirklich stark. Selbst gemacht, du hast es gemerkt. Pommes, wie es sein soll, Soßen stark. Bis 7,8 Punkte gegeben. Geil. Ja, einfach gut geschmeckt. Zweiter Burger hat mich krass überrascht. Habe ich jetzt, und das ist in meinem Ranking sehr schwer überhaupt zu erreichen, eine 8,2 gegeben. Krass. Ich denke, ein Patty mehr wäre es noch besser gewesen, weil so ein, zweimal ganz kurz der Impuls war, nicht ganz genug Fleisch. Okay. Das Ding ist, dafür hat der Hunger jetzt nicht mehr gelangt, sonst hätte ich das auch sehr gerne probiert. Mhm. Beim letzten Burger würde ich eine 7,5 geben, wo ich mir aber vorstellen kann, dass da auch welche sagen, das ist der beste Burger, den ich je hatte, der halt komplett auf dieses Süße steht. Ich fand diese Kombi einerseits unglaublich geil, aber andererseits, wenn ich sagen müsste, Ranking 1 bis 10, wie sehr passt das wirklich auf den Burger, hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. So 100% dieses Matching konnte ich nicht feststellen, aber es ist nichts dabei gewesen, wo ich nicht sagen würde, unbedingt testen und gerade auch den Knoppers, weil ich glaube, da sind Safe-Fans dabei, die den richtig feiern würden. Also Fazit komplett, ich feiere den Laden hart. Ist wirklich geil, top. Geil, top. Danke. Sehr gerne. Geil, danke. Also kann ich jedem
empfehlen, Leute, auch wenn die Bewertung jetzt nicht ins Ranking rein ist, aber es ist ein geiler Laden. Danke, sauber. Safe. Sauber. Ja, danke euch beiden und dann sage ich, Leute, denkt an das Video auf dem Zweitkanal, lasst den Daumen oben knallen und einen Kommentar auch, was ihr vom Video haltet und bis zum nächsten Mal.